So, wir haben jetzt gerade ein bisschen geflüstert, weil unser erster Sprecher hat es spannend gemacht. Er kommt gerade von einer Konferenz aus Schweden, die hat Children's Health Defense organisiert. Und soweit ich weiß, hat er am Freitag, glaube ich, sogar im Parlament in Schweden gesprochen mit Dr. Dr. Renate Holzeisen, eine Anwältin, die zwar heute nicht hier ist, die viele von Ihnen aber auch kennen. Und der Philipp ist heute in der Früh aus Schweden extra zu uns nach Wien, geflogen. Er ist zum Glück jetzt mit einer Punktlandung eingetroffen. Und lieber Philipp, ich freue mich, dass ich dich jetzt gleich begrüßen darf. Also wir haben uns hinter der Bühne noch nicht begrüßen können, so spannend hat das gemacht. Aber Philipp, du beginnst diesen Blog der Rechtswissenschaftler, der Rechtsanwälte, der Juristen und ich darf dich bitten, dass du jetzt auch kurz dich vorstellst, denn du bist Rechtsanwalt in der Schweiz. Du wirst uns kurz sagen, wie deine letzten Jahre geprägt waren und die Edith und ich werden uns an den Bühnenrand zurückziehen und wir werden deinem spannenden Vortrag lauschen. Philipp Kruse aus der Schweiz, heute aus Schweden extra zu uns nach Wien geflogen. Dankeschön. Herzlichen Dank, liebe Maria. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Und ein ganz herzliches Grüß Gott hierher nach Wien. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr alle hierher gekommen seid, aus allen Landesteilen und ich vermute sogar aus allen Teilen Europas. Und ich freue mich, dass es so viele Menschen gibt, die sich ernsthafte Sorgen machen um die Zukunft unserer Demokratien, unserer Verfassungen. Und eins kann ich euch sagen, wer sich um die Verfassung sorgt, ist niemals ein Rechtsextremer, sondern steht in der Mitte der Gesellschaft und genießt den Schutz der Verfassung. Ganz herzlichen Dank an die Organisatoren, liebe Maria Huppermock und lieber Kollege Georg Brichlig. Ich starte gleich mit dem Thema. Ich bin Rechtsanwalt, das stimmt, und ich kümmere mich seit 3 Jahren um die Rückführung der staatlichen Gewalt auf eine evidenzbasierte, verfassungsbasierte, vernunftbasierte Praxis. Und heute spreche ich zur WHO. Die Frage ist, was will die WHO? Und sie will im Mai 2024 anlässlich der nächsten Weltgesundheitsversammlung eine ganz massive Machterweiterung ihrer eigenen Kompetenzen erzielen. Es soll dort abgestimmt werden. Und die entsprechenden 2 Verträge wurden schon genannt. Es handelt sich um einen vollständig neuen Pandemievertrag auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine umfangreiche Anpassung der bereits jetzt bestehenden internationalen Gesundheitsvorschriften. Und ich komme gleich in medias res. Eines der absoluten anstößigen Hauptprobleme: die freie Information, der freie Diskurs, der freie Austausch von Meinungen. Auf dieser Basis beruht Wissenschaft, auf dieser Basis beruht das Recht und die Demokratie und auf dieser Basis beruht unsere gesamte Kultur. Und trotzdem gibt es Menschen, die sagen, Achtung, Achtung, freie Information, freier Diskurs ist genauso gefährlich wie ein Virus. Deshalb muss jeder Widerspruch gegenüber der WHO, egal wie gut begründet, mit aller Konsequenz und Härte im Keim unterdrückt werden. Wer anderer Meinung ist als die WHO, gehört diffamiert und weggesperrt. Das haben wir schon bereits in den letzten 3 Jahren so erlebt und das soll für die Zukunft so noch verbindlicher festgeschrieben werden. Denn die WHO soll gemäß beiden Vertragswerken, das steht sowohl im Pandemievertrag als auch in der Anpassung der Gesundheitsvorschriften, die alleinige und das absolute Wahrheitsmonopol dauerhaft besitzen, sobald sie sich darauf beruft, Pandemien bekämpfen zu wollen. Das ist der Freipass für alles, die Lizenz zu lügen. Und wir können das sehr deutlich ablesen aus den beiden Entwürfen. Sie sehen das in Artikel 18 des Pandemievertrages und im Artikel 44 der Gesundheitsvorschriften. Und ich frage euch, was passiert, wenn eine kleine Gruppe von Technokraten die Lizenz bekommt,
dauerhaft die freie Information zu unterdrücken, den freien Austausch und Diskurs zwischen Menschen zu zensieren, dann frage ich euch, ist dann Wissenschaft überhaupt noch möglich? Kann die Wissenschaft ohne freien Diskurs überleben? Nein. Nein. Und ich frage euch, wenn unsere Gerichte auf Dauer nur eine einzige Seite sehen, hören und auch nur eine Seite anhören dürfen, wenn sie unsere stapelhaft und hervorragend vorgetragenen Beweise völlig ignorieren, kann dann unser Rechtssystem noch funktionieren? Nein. Nein! Und ich frage euch, wenn in der Öffentlichkeit auf alle Zeit nur die Behauptungen und die Meinung einer einzigen Interessengruppe zählen, haben wir dann noch Demokratie? Deshalb müssen wir diese Verträge verhindern. Ja. Denn sie manipulieren unsere Wahrnehmung, die WHO manipuliert unsere Wahrnehmung unter Mithilfe der Medien. Die neuen Gesundheitsvorschriften, der neue Pandemievertrag sind ein direkter Angriff auf unsere freie Wissenschaft, auf unser Rechtssystem und auf unsere gesamte Demokratie. Es gibt keine Organisation und keine Behörde der Welt, die allwissend ist und unfehlbar, auch nicht die WHO. Bravo! Ja, und wer mir das nicht glaubt, lesen Sie es nach. Artikel 18 des aktuellen Entwurfs des neuen Pandemievertrages vom 2. Juni dieses Jahres und Artikel 44 der internationalen Gesundheitsvorschriften der Anpassungen. Ja, und was heißt das? Das bedeutet, die WHO soll bis auf Weiteres ganz alleine und in freier Willkür bestimmen dürfen, wann wir bedroht sind. Das kann auch Klimawandel sein oder die hohen Sommertemperaturen. Es kann der Rückgang der Artenvielfalt sein. Es kann ein steigender CO2-Gehalt als Vorwand dienen. Jeder noch so beliebige Vorwand soll ausreichen dürfen, um einen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen und die ganze Welt in einen Notrechtszustand zu zwingen. Das geht nicht. So etwas nennt man Selbstermächtigung. Das ist reine Willkür. Und damit haben wir in Europa noch niemals gute Erfahrungen gemacht. Never ever. Und so soll nun die WHO gemäß diesen Entwürfen in freier Willkür alleine bestimmen dürfen, was nach Ausrufung eines solchen Fake-Pandemie-Zustandes wir dann alle werden tun müssen, ob wir dann noch unsere Familien werden sehen dürfen, unsere Großeltern, unsere Freunde, ob wir dann noch in ein Kaffeehaus werden gehen dürfen, in die wunderschöne Wiener Staatsoper oder in ein Konzert, ob wir den Künstlern werden zuhören dürfen. All dies soll in Zukunft rechtsverbindlich sein, zwingend. Und wer mir das nicht glaubt, möge es nachlesen in den Anpassungen der internationalen Gesundheitsvorschriften, Artikel 1, 13a und 42. Dort steht es schwarz auf weiß, verbindlich. Und vor 10, ja, und in alleiniger Willkür und bis auf Weiteres soll, wenn wir von den Empfehlungen sprechen und die Empfehlungen, da gibt es eine lange Liste, die existiert in den bisherigen Vorschriften schon, in Artikel 18. Und dort finden Sie auch die Befugnis der WHO, den Nachweis der Impfung empfehlen zu dürfen. In Artikel 18 der Gesundheitsvorschriften. Und das bedeutet, in alleiniger Willkür und bis auf Weiteres soll die allwissende WHO bestimmen dürfen, welche experimentellen Hochrisikopräparate wir uns dann werden unter die Haut jagen müssen. Und das ohne jede vorgängige Aufklärung über die tatsächlichen Risiken und ohne freiwillige Zustimmung, ohne einen informed consent. So geht das nicht. Das ist ein Akt der Vergewaltigung und ist sogar gemäß zwingendem Völkerrecht absolut verboten. Sogar in Pandemiezeiten ist das verboten. Ich beziehe mich, ja. Wer mir das nicht glaubt, lesen Sie nach UN-Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte, Artikel 7.